Sascha Tenbrink, der Chef, weiß am besten, woran das liegt. Während sein griechisches Werk unter dem Sparprogramm der dortigen Regierung fast zusammenbricht, macht das deutsche Werk gute Kasse. Die Krise drückt den Euro nach unten, dadurch werden die deutschen Produkte auf dem Weltmarkt billiger. Wir haben ein volles Auftragsbuch, unsere Umsatzzahlen haben sich verdoppelt. Es ist ja so, dass wir speziell durch den niedrigen Eurokurs erhöhte Nachfrage aus dem Ausland haben. Das heißt, unsere Maschinen werden größtenteils exportiert ins Ausland, was auch zurückzuführen ist auf die Krise in Griechenland. Hier im Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung hat Professor Gustav Horn für Monitor untersucht, wie Deutschland durch den niedrigen Euro die Exporte steigern konnte. Wir haben berechnet, dass als Folge der Griechenland-Krise der Euro stark abgewertet hat. Und als Folge dieser Abwertung sind die deutschen Exporte um 50 Milliarden Euro gestiegen. Das sind 2% vom BIP, also ein nennenswerter Betrag. Und das führt natürlich auch zu entsprechend höheren Steuereinnahmen. Aber nicht nur beim Export profitiert Deutschland von der Euro-Krise. Hier im Trading Room der Bremer Landesbank kennt man Zahlen, die in Deutschland nur wenige zur Kenntnis nehmen wollen. Für Monitor hat Volker Hellmeier, der Chefanalyst, die deutschen Zinsgewinne allein der letzten 2 Jahre aus der Euro-Krise errechnet. Wir haben eine sehr solide Konjunktur, wir haben eine sehr solide Staatsfinanzenlage und von daher flüchtet das Geld förmlich nach Deutschland aufgrund der Schwäche der anderen. Und dieser Zinsvorteil liegt bei konservativster Berechnung bei 45 Milliarden Euro. Wenn man das etwas sportlicher betreibt, kommen wir auf Größenordnung Richtung 65 Milliarden Euro. Und der resultiert daraus, dass das Zinsniveau, das der deutsche Steuerzahler zu entrichten hat, historisch niedrig ist.